ist Viktoria Brunner, ich bin 17 Jahre alt und seit Mai 2017 insulinabhängig. Was so viel heißt, wie dass ich im Mai 2017 mit Typ 1 Diabetes diagnostiziert worden bin. Außerdem bin ich Schauspielerin meiner Gefühle, seitdem ich Unter- und Überzug habe, Sensorträgerin seit September 2018, kreativ und tollpatschig, seitdem ich denken kann und eben eine freie Seele seit meiner Geburt. Doch eben weil ich so tollpatschig bin, liegen meine gebrochenen Teststreifen, Nadelkapseln überall rum und anstatt diese Ostern Ostereier zu suchen, haben meine Eltern und ich eben meine gebrochenen Teststreifen und Nadelkapseln gesucht. Außerdem bin ich auch so vergesslich, dass ich mir die Kohlenhydrateinheiten nicht merken kann, die ich mir während einer Unterzuckerung reingestopft habe. Doch damit ihr versteht, warum das so eine große Sache ist und damit ihr auch eine Ahnung habt, worüber ich hier überhaupt rede, möchte ich euch meine momentane und somit auch lebenslange Situation etwas näher erklären. Erstmal die Basics. Der Typ 1 Diabetes kommt nicht davon, dass ich irgendwie zu viel Zucker gegessen habe oder mich zu wenig bewegt habe. Das wäre der Typ 2 Diabetes. Der Typ 1 Diabetes kommt daher, dass sich meine Bauchspeicheldrüse einfach so ohne irgendeinen triftigen Grund dazu entschieden hat, kein Insulin mehr zu produzieren. Und ich dies somit eigenständig in die Hand nehmen muss, mit Hilfe von Insulinpens und Insulinpumpen. Doch damit ich überhaupt weiß, wie viel ich mich spritzen muss, muss ich die Insulin- und Kohlenhydrateinheiten erstmal berechnen. Hierzu ein Beispiel. Dieser 100 Gramm schwere Muffin hat 1,5 Kohlenhydrateinheiten. Das wären 15 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm Lebensmittel in dem Sinne dieser Muffin. Wenn ich diesen Muffin jetzt auch noch abends essen möchte und mein verordneter Faktor vom Arzt 2 wäre, so müsste ich diese 1,5 mal 2 multiplizieren und mir somit 3 Insulineinheiten spritzen. Was manchmal ziemlich kompliziert werden kann, weil die Zahlen wie auch im Matheunterricht nicht immer ganz so schön sind. Trotzdem hat mir mein Diabetes in Mathe nicht weitergeholfen. Doch, das ist okay. Aber was viele nicht verstehen, ist, dass Insulin trotzdem keine Heilung ist, sondern eben eine Therapie. Und deshalb der Typ 1 Diabetes immer noch eine unheilbare Krankheit ist, von der immer mehr Menschen betroffen sind und auch sein werden. Derzeit gibt es 425 Millionen Diabetiker weltweit. Davon sollen 2040 12 Millionen Typ 1 Diabetiker sein, was zunächst einmal als relativ sehr kleiner Prozentsatz erscheint. Doch hierbei ist zu bedenken, dass über die Hälfte aller Typ 1 Diabetiker noch nicht mit dem Typ 1 Diabetes diagnostiziert worden sind und daher auch nicht mit in diese Prognose reingenommen werden konnten. Zusätzlich werden jährlich ca. 40.000 neue Typ-1-Diabetiker diagnostiziert. Und allein in Deutschland gibt es schon 340.000 Typ-1-Diabetiker. Von der Weltbevölkerung sind ca. 90-95% Typ-2-Diabetiker und nur 5-10% Typ-1-Diabetiker. Und einer von diesen Typ-1-Diabetikern bin eben ich. Und obwohl ich euch das Ganze hier erzählt habe, wird es sicherlich noch einige unter euch geben, die sagen werden, ach, aber es gibt ja auch wesentlich schlimmere Krankheiten. Und ja, ich gebe euch recht, es gibt wesentlich schlimmere Krankheiten, aber verurteilt den Typ 1 Diabetes nicht so. Jährlich erblinden 2000 Menschen an Typ 1 Diabetes und 30-40% aller Typ 1 Diabetiker werden in ihrem Leben dialysepflichtig. Weil unsere Nieren einfach viel mehr zu bewältigen haben als eure. Und alle 20 Minuten stirbt ein Typ 1 Diabetiker. Es ist nicht so einfach, mit dem Typ 1 Diabetes klarzukommen, wie es vielleicht so sehen scheint. Meine Familie und Freunde sorgen sich täglich, ja stündlich darum, ob ich vielleicht überzuckere und so viele Ketone habe, dass ich dadurch ins Krankenhaus muss oder ob ich so stark unterzuckere, dass ich vielleicht bewusstlos werden könnte und die Hilfe nicht kommt. Deshalb achte ich auch so stark auf meinen Blutzucker, deshalb gehe ich jährlich zum Arzt, um mir meine Augen zu prüfen lassen, um mein Blut abgenommen zu bekommen und ich spritze mich manchmal 10-mal täglich und das nur damit ich weiß, dass ich einigermaßen gesund bin und normal leben kann. In vielen Ländern gibt es aber diese Versorgung nicht. Beispielsweise in den USA, da komme ich aber gleich noch mal drauf zu sprechen, wo die Versorgung einfach viel zu teuer ist und sich daher viele dies nicht leisten können. Aber
Ich bin halt hier in Deutschland und ich habe ein ziemliches Glück, hier eine Krankenversicherung zu haben, die meine Kosten übernimmt. Doch damit ihr auch eine Ahnung habt, wie hoch diese Kosten überhaupt sind und eine Vorstellung habt, habe ich hier anhand meiner eigenen Recherche eine Tabelle aufgestellt. Daran ist zu sehen, dass im ersten Monat die Kosten des Diabetes bei ca. 745 Euro liegen. In den Folgemonaten werden es etwa 500 Euro sein. Das liegt daran, dass die Messgeräte und Insulinpens und Insulinpumpen eben nur einmal angeschafft werden müssen. Für 2-3 Jahre. Jedenfalls. Und deshalb muss man dann nur 500 Euro bezahlen. Aber das ist trotzdem sehr, sehr teuer, wenn man bedenkt, dass man dies allein nur zum Überleben bezahlen muss. Und vorhin habe ich ja die USA angesprochen. Dort sind die Preise fast dreimal so hoch. Und die meisten Menschen müssen dies aus eigener Tasche bezahlen. Eben weil sie sich eben keine Versicherung leisten können oder die Versicherung diese Kosten nicht übernimmt. Das ist aber auch in vielen anderen Ländern so. Doch ich weiß, dass ich alleine als Individuum nichts in diesem Bereich der Politik ändern kann. Und das ist auch gar nicht mein Ziel dieser Rede. Mein Ziel dieser Rede ist es, an euch zu appellieren und euch den Typ 1 Diabetes etwas näher zu vertreten in dem Sinne. Deshalb geht meine erste Bitte an alle Lehrer und Lehrerinnen, die heute anwesend hier sind und auch generell. Bitte, es mag vielleicht lustig rüberkommen, aber wenn ich euch frage, ob ich als Typ 1 Diabetikerin aufs Klo gehen darf, dann bitte fragt nicht, warum ich das inmitten ihres Unterrichts tun muss, weil was sie wahrscheinlich nicht wissen ist, dass ich Überzucker oder Ketone habe und daher viel trinken muss, um diese wegzubekommen. Zudem, wenn ich euch bitte, dass ihr mich zur Cafeteria lasst oder zur Krankenschwester, weil ich eben unterzuckere. Bitte fragt nicht, ob es denn wirklich, wirklich notwendig sei, denn ja, es ist es, weil wie gesagt, ich kann sonst bewusstlos werden. Und lasst mich auch nicht alleine gehen, denn ich weiß, es mag vielleicht komisch rüberkommen, aber ich weiß nicht, wann und wie stark ich unterzucke. Und ich brauche jemanden, der, falls ich tatsächlich bewusstlos werde, für mich eben da ist und mir diese Hilfestellung leisten kann. Doch meist bin ich entweder zu stolz, das zuzugeben, oder will eben nicht, dass eine zweite Person den Lernstoff verpasst. Meine zweite Bitte geht an alle, die meinen, über den Typ 1 Diabetes mehr zu wissen als wir Typ 1 Diabetiker selber. Die meisten von euch können unterbewusst nicht den Typ 1 vom Typ 2 Diabetes unterscheiden. Aber bitte schreibt uns dann nicht vor, dass wir auf Zucker verzichten sollten oder generell unser Essverhalten oder Lebensverhalten umstellen sollten, wenn das bei unseren Typen Diabetes nicht notwendig ist. Ich glaube, die meisten Typ-1-Diabetiker wissen, was sie tun und was für Auswirkungen dies eben haben wird. Deshalb, wenn ihr uns fragt, ob wir diesen Schokomuffin mit Puderzuckerglasur und Haselnusscreme überhaupt essen dürfen, wundert euch bitte nicht, wenn uns die Pupillen vom Augenverdrehen irgendwie stehen bleiben sollten. Und des Weiteren denke ich nicht, dass sie ihr Kind unbedingt an die Hand nehmen müssen und zur Seite ziehen oder gar die Augen verbinden müssen, nur weil ich 5 Zentimeter meines Bauches entblöße, um ein mich am Leben erhaltenes Insulin zu spritzen. Und meine letzte Bitte geht an alle, die heute hier sitzen, sich die Zeit und Geduld genommen haben, mir hierbei zuzuhören. Stellt Fragen, bevor ihr irgendwelchen Ideen nachgeht, die fernab von der Realität entfernt sind. Wir wollen euch auch helfen, dass ihr uns besser versteht. Deshalb bitte stellt Fragen und trifft nicht voreilig Entscheidungen. Und ich bitte euch zudem auch, dass wenn ihr irgendwie draußen seid und irgendeiner sich auffällig verhält, was ich schon fast als normal gelten würde, spricht die Person an und bietet eure Hilfe an. Ihr wisst nicht, was mit der Person los ist. Und damit meine ich nicht, ihr sollt Ausschau wie ein Jäger auf einer Wildjagd halten nach Typ-1-Diabetikern, aber seid einfach vorsichtig. Und damit möchte ich auch meinen Vortrag enden und sagen, bitte lasst uns auch in Frieden Kuchen und Keks essen. Ich verspreche euch, danach sind wir Typ-1-Diabetiker wesentlich süßer. Vielen Dank.